So sieht es normalerweise aus. Peter Heser steigt in Wabensteinach im Landkreis Bayreuth in seinen Bus und fährt Schüler zu ihren Schulen und Berufspendler zur Arbeit. Heser bedient als Subunternehmer die Linien in der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge im angrenzenden Landkreis Wunsiedel. Doch heute Vormittag dreht sich bei ihm kein Rad, maximal um seine Busse in die Betriebshalle zu fahren und sie zu warten. Im ganzen Landkreis Wunsiedel stehen die Räder bis um 9 Uhr still. Der Landesverband Bayerischer Busunternehmen hat wegen der Kostenexplosion bei den Dieselpreisen und der Belastung der mittelständischen Busunternehmen zu einer Protestaktion aufgerufen. Der Diesel hat sich in den letzten 24 Monaten auf weit über 100% verteuert. Alleine jetzt seit Beginn der Krise um 75%. Alle anderen Kosten sind auch gestiegen, Reifenkosten sind um 50% gestiegen, AdBlue-Kosten sind um 300% gestiegen und es macht sich halt jetzt so langsam an der Liquidität bemerkbar. Kein Verständnis für den Kurzstreik kommt aus dem Landratsamt Wunsiedel. Für Landrat Peter Bierig wird die Aktion auf dem Rücken der Schüler, der Eltern und der Berufspendler ausgetragen. Es war natürlich eine sehr überraschte Reaktion, das kann man sich vorstellen, weil wir als Landkreis und ja Partner in dem Fall eigentlich der Verkehrsbetriebe davor nicht informiert wurden. Also wir haben quasi kurz vor der Pressemitteilung davon erfahren und insofern war die Reaktion überrascht. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, gegen wen soll sich denn der Protest richten? Es geht ja darum, dass man Dieselpreise letztendlich als Problem erkennt. Das verstehe ich natürlich auch. Fakt ist aber, getroffen hat man die Familien und die Kinder, die zur Schule müssen. Und das hat mich auch durchaus dazu veranlasst, das einfach mit ganz viel Unverständnis zu begleiten. Und da wird es natürlich auch Nachgespräche geben müssen. Das tut uns leid, aber das ist der einzige Weg, das in der Schülerzeitlage zu machen, damit überhaupt auffällt, wie wichtig, dass der ÖPNV in der Fläche ist. Dass ohne Busse nichts geht. In einem Flächenlandkreis, wie es der Landkreis Wunsiedel halt ist, ist der Bus das einzige mögliche ÖPNV-Mittel. Auch wenn Peter Heser kein gutes Gefühl hatte, vor allem den Schulbusbetrieb kurzfristig eingestellt zu haben, hätten doch viele Eltern Verständnis für die Lage gezeigt. Der Busunternehmer will aber künftige Aktionen nicht ausschließen. Der Landkreis muss den ÖPNV in seinem Gebiet organisieren und finanzieren und refinanziert sich über den Freistaat und über den Bund. Und wenn keine Reaktion kommt, müssen wir uns dann halt noch einmal unterhalten und eventuell über einen weiteren Streiktag nachdenken. Trotz der Missbilligung der Protestaktion signalisiert der Landkreis Wunsiedel Gesprächsbereitschaft. Denn eine Lösung ist erklärterweise für alle Seiten wichtig.